Hallo, 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 hier sind Jutta und der Roland von Funkelkram. Schön, dass du da bist. Also, jetzt geht's gleich los, jetzt gibt's was zu gewinnen, aber vorher möchte ich mich bei euch bedanken. Ihr habt uns so unfassbar viele Kommentare geschrieben, das ist der Hammer, hätte ich im Leben nicht mitgedacht. Und die Begeisterung, mit denen das Malbuch so angenommen wurde, die fand ich auch total schön. Ich habe deswegen ja dann auch sofort das Tutorial rausgehauen, weil ganz viele gesagt haben, ich würde so gern, aber weiß nicht so recht wie. Und habe jetzt schon auch die ersten Bilder bekommen von Leuten, die ausgemalt haben. Es ist einfach nur toll. Und wir haben genau zugehört. Wir haben sehr wohl verstanden, dass wir beides behalten. Dass wir sowohl Malbücher machen ab und an und dass es natürlich auch ganz normale Bastelbooklets geben wird. Und gemischte Malbücher. Nicht immer nur ein Thema. Ja, genau. Das wurde also mehrfach gesagt, so mach doch ein Malbuch, wo was weiß ich, eins mit Gothic, aber wo aus verschiedenen Papiersets verschiedene Sachen drin sind und so weiter. Haben wir alles gehört, haben wir alles auf die To-Do-Liste gesetzt. Wie es gut ist, nämlich seine To-Do-Liste. Ja, und die ist sehr lang. Also Roland wird sich bis aufs Weitere nicht langweilen. Keine Gefahr, nee, nee. Ja, also die meisten haben gesagt, mach doch mal so ein, zwei Seiten schwarz-weiß in den Booklets. Und ich denke, das werden wir auch bei künftigen Papiersets machen. Und dann wird es außer der Reihe nochmal ein reines Malbuch geben aus älteren Sets, wo wir dann die schönsten Bilder rausnehmen und da was thematisch Passendes zusammen. Genau, wo wir einfach Themen kombinieren. Genau. So, das glaube ich auch. Und ansonsten, ja, vielen Dank für all euren Input. Und jetzt haben wir genug gequatscht. Jetzt machen wir die Verlosung, oder? Ja, Trommelwirbel. Bist du schon am Start? Ja, es geht los mit dem Platz. Den ersten Gewinner habe ich schon ausgewählt. Platz Nummer 10 und das wäre ein Stickerbogen. Jawohl. Kommt. Gewonnen hat Lisbeth B. Und die hat einen ganz langen Kommentar geschrieben. Hatten wir viele ganz lange, das war ja. Toll. Hallo ihr lieben Funkelkrämer-Herzchen. Ein ganz reizendes Papierset habt ihr wieder gezaubert. Das Ausmalbuch ist eine tolle Erweiterung und ich würde es mir auch für andere Themen wünschen. Denn mit dem Selbermalen ist das so eine Sache und das Ausmalen wäre doch ein guter Anfang. Und mit den super Erklärungen von dir, liebe Jutta, und deiner damit verbundenen Motivation, auch mal etwas zu wagen, ist das der erste Schritt. Übrigens finde ich die Idee mit dem Jahrbuch großartig. Das ist wunderschön, um es zu verschenken. Allerdings muss ich gestehen, dass ich mit euren vielen tollen Papiersets gar nicht mehr mit dem Basteln nachkomme. Hören wir leider öfter. Ja. Aber so habe ich halt immer etwas auf meiner Bastel-to-buy-Liste und lasse mir gerne zu Geburtstagen Gutscheine von euch schenken. Danke für euch und euren wunderbaren Shop. Liebe Grüßlis, Lisbeth. Die Grüßlis vor allen Dingen. Ja, also Lisbeth, du meldest dich bitte bei info@funkelkram.de, damit wir deine Adresse bekommen und wissen, wohin wir dir den Stickerbogen schicken können. So, als nächstes gibt es ein Postkartenset. Genau, Nummer 9, der 9. Platz. So, gewonnen hat Diandra QAF Anja Pink. Was für Name. Du liest vor, ich schreibe ab, das ist ja lang. Diandra. Nee, du sollst den Kommentar vorlesen. Ich soll den Kommentar vorlesen. Ja, alles klar. Meine Favoriten sind das super Nachtbild und das mit der niedlichen Kanne-Wohnung. In der Teekanne. Ja, jetzt habe ich es. Das Malbuch-Booklet ist super toll. Wie ich mich kenne, werde ich es so lassen, weil ich Schwarz-Weiß-Fan bin. Ja, das haben auch einige geschrieben, dass sie schön finden, dass auch mal ein Schwarz-Weiß-Bild dabei ist. Das finde ich auch gut. Habe ich auch schon öfter in meine Journals gemacht. So geht es mir immer mit meinen Malbüchern. Das Höchste ist ganz zart einen Hauch Farbe hier und da. Aber ich liebe es, Malbücher oder Zeichnungen in meine Bastelsachen zu verwursteln. Bitte, bitte eins für die Zauberschule. Ja, herzlichen Glückwunsch, liebe Anja. Und auch du meldest dich bitte bei info@funkelkram.de. Das werde ich jetzt noch 10-mal sagen, jedes Mal, weil das immer wieder in den letzten Verlosungen 2-mal tatsächlich vorgekommen ist, dass Leute sich nicht gemeldet haben und solche irren Namen hatten, dass wir sie nicht finden konnten. Ist ja schade, wenn man was gewinnt und dann kriegt man es gar nicht. Das stimmt. So, dann noch ein Postkartenset. Gewonnen hat Stella Stargate. Hallo Jutta und Roland, das Papierset ist super toll. Ich habe die Geschichten vom Brombeerhag meinen Kindern vor Jahren rauf und runter vorgelesen und meine Tochter wurde gestern 18 Jahre alt. Wir lieben dieses Buch bis heute. Ich hätte mir immer so gerne die tollen Buchbilder an die Wand gehängt, aber das kann ich jetzt endlich mit euren machen. Ein Mäusebackbuch-Journal mit den Brombeerhags habe ich schon gestaltet. Jetzt kommt ganz sicher noch ein zweites mit eurem zauberhaften Papier dazu. So süß. Ich liebe Grayscale malen, weil so meditativ. Ich finde euer Booklet daher klasse. Mehr davon. Liebe Grüße, Ulrike.
Danke, Ulrike. Und Ulrike ist auch eine alte Bekannte. Du hast, vielen Dank für deine lieben Kommentare, weil sie schreibt immer sehr viel und es ist immer total nett, das so zu lesen. Also, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Auch du meldest dich bitte, dass wir es dir zuschicken können. Und ich wollte zu diesen längeren Kommentaren einfach auch mal sagen, ich lese die alle. Ich hau meistens ein Herzchen dran. Wenn ich mit dem Handy unterwegs bin, geht das nicht, weil ich dafür zu doof bin. Ja, mit meinem Handy, egal. Aber auf dem PC dann sehr wohl, weil ich wollte das einfach mal gesagt haben, dass wenn ihr längere Kommentare schreibt oder überhaupt Kommentare schreibt, gelesen werden die alle. Nur bei fast 400 Kommentaren kann man nicht mehr bei jedem zurückschreiben. Ne? Ganz wichtig. Aber den hatte ich gelesen, da erinnere ich mich. Mit dem an die Wand hängen, das fanden wir total schön, genau. Und ich weiß eben, Stella Stargate ist mir ein Begriff, weil du schreibst öfter mal so schöne längere Kommentare. Okay, jetzt kommt die Nummer 7. So, nochmal ein Postkartenset. Du bist ja hier voll auf dem Laufenden. Ja, bin ich. Ja, das ist, weil die Liste da an der Wand hängt, wo draufsteht, welcher Platz was gewinnt. Psst, verrat doch nicht meine ganzen Geheimnisse, Manu. Ich habe ja gerade erst angefangen. Es könnte hier noch richtig peinlich werden. Nee, kann gar nicht sein. Okay, die Nummer 7. So, gewonnen hat Sonnenaufgang. Ja, das ist immer ein schöner Name. Oh mein Gott, wie süß ist das denn? Mäuse, darauf wäre ich nie gekommen. Ich bin begeistert. Das ganze Set ist Zucker. Aber die kleine Maus in der Badewanne ist so goldig. Ja, das ist auch meine Lieblingsmaus. Ausmalen tut jeder gern. Die Idee ist toll und man kann die Bilder mit Stempelfarbe auf Vintage trimmen oder je nach Geschmack passend bearbeiten. Super toll. Liebe Grüße. Sonnenaufgang ist auch eine, die gerne und oft kommentiert und das ist ein wunderschöner YouTube-Namen und auch du bekommst ein Postkartenset. Ja, herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch und melde dich bitte bei info@funkelkram.de, dass ich weiß, wohin damit. So, kommen wir zum Platz 6. Ein Booklet. Wer gewinnt das erste Booklet? Kreativ-Booklet mit Mäusen. Antje von Bargen hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Guten Morgen, ihr Zauberhaften. Die Mäuse sind ein Traum. Ich habe schon genau im Kopf, was ich daraus mache. Und ganz unbedingt sind solche Booklets oder Karten großartig zum Selbstkolorieren. Für mich als leidenschaftliche Anmalerin ist es schöner, wenn man seine eigene Fabelwelten erschaffen kann. Also bitte unbedingt mehr davon. Herzlichst, Antje von Bargen. Na, das war doch eindeutig, liebe Antje. Oh, Antje, nicht Anke, Entschuldigung. Und ich freue mich, dass gerade, wo du vom Ausmalen so begeistert bist, du jetzt eben auch genau dieses Booklet gewonnen hast. Auch du meldest dich bitte unter der bekannten Adresse. So. Nummer 5, noch ein Booklet. Jetzt bin ich ein bisschen ratlos, gewonnen hat. Ist der Name ist nur ein Herzchen oder eine Null? Oder Herz Null? Nein. Ja, Herz Null, sehr interessant. Ich wusste nicht, dass das als Name ist. Ja, wusste ich auch nicht. Also hier ist so ein Herzsymbol und eine Null steht dahinter. Herzlichen Glückwunsch. Null Herz. Herz Null. Hallo, ihr zwei Papiergestalter. Ihr habt da wirklich ein süßes Set zusammengestaltet. Die Idee mit dem farblich selbst auszumalenden Büchlein finde ich toll. Das kommt doch unserem Hobby sehr entgegen und es werden endlich mal die Farben benutzt, die wir so daheim haben und die seltener zum Einsatz kommen. Ach ja, Elfen wären bestimmt auch super schön. Lasst euch nicht aufhalten, weiter so schöne Ideen umzusetzen. Ja, alles klar. Also auch du meldest dich bitte mit Herz Null, damit unser Team weiß, wohin sie das dir schicken dürfen, das Booklet. So, dann kommen wir zu Nummer 5, richtig? Ja. Nee, das war schon Nummer 5. Wir sind schon bei Nummer 4. Sind wir? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, ja, Nummer 4. Ist aber auch ein Booklet. Nochmal ein Booklet, genau. Ja. Gewonnen hat crafttreasures.de. Auch eine alte Bekannte. Herzlichen Glückwunsch. Guten Morgen, ihr zwei beiden. Da habt ihr ja wieder mal ein ganz tolles Set entworfen. Und es ist mal wieder ganz anders als eure anderen Sets. Richtig schön nostalgisch. Gefällt mir auch richtig gut. Ich habe gerade einen Peter Rabbit Journal gemacht. Das hätte super zusammengepasst. Ja, das stimmt. Ja, Beatrix Potter passt immer, ne? Ja, eure Ausmalbilder sind eine coole Idee, aber mir wäre es zu viel. Ein Bild hätte mir gereicht. Ich male nicht so gerne. So lange aus, kommt nur selten vor. Ich arbeite lieber an dem Journal mit Schere, Kleber und Co. Vielen Dank für das tolle Set und die Begeisterung, die ihr so schön rüberbringen könnt. Liebe Grüße aus dem hohen Norden, Angela. Tja, Angela, jetzt hast du es trotzdem gewonnen, auch wenn du nicht so gerne ausmalst, aber vielleicht kannst du es ja schwarz-weiß benutzen oder einfach nur, so wie ich es im Video gezeigt habe, in einer Farbe so einfärben. Da hast du ja dann nicht so viel Arbeit. Melde dich bei info@funkelkram.de, damit wir dir dein Büchlein zuschicken können. Und jetzt kommt Platz Nummer 3. Das ist das erste Papierset. Jawohl. Gewonnen hat Ivy. Ach, siehst du, Herz 0 ist da auch drunter. Also ist das wahrscheinlich ohne Namen gerade gewesen.
Interessant. Tja, wir werden sehen, wer sich meldet. Irgendjemand wird sich melden, ja. Also, herzlichen Glückwunsch, Ivy. Oh nein, das ist ja sowas von mega süß und herzallerliebst. Ich bin so verliebt in diese zuckersüßen Mäuse. Malen finde ich sehr meditativ und die Idee interessant und spannend. Ich würde mich freuen, wenn es davon noch mehr geben würde. Eine Anleitung und ein paar Tipps und Tricks würden mir aber auch gefallen. Na, die gab es ja jetzt schon mal, die erste. Ja. Ich stelle mir direkt ein Mäusebackbuch mit kinderleichten Rezepten, passend zu jeder Jahreszeit vor. Und um die Wartezeit auf den Kuchen noch schön zu gestalten, wird ausgemalt. Danke für dieses putzige Set. Ja. Herrlich. Papierset, so. Oh, der zweite Platz. Papierset und Postkartenset. Ganz genau. Gewonnen hat Petra Berndt. Herzlichen Glückwunsch. Oh, das ist ja sowas von niedlich. Das habt ihr zwei aber gut hinbekommen. Ich bin auf deine Journals gespannt. Das wird sicherlich süß. Das Malbuch finde ich total gut. Da kann man mit Farbe spielen und es gestalten, wie man möchte. Gerne mehr davon, auch zu anderen Themen. Liebe Grüße, Petra. Hallo Petra, herzlichen Glückwunsch und deine Adresse haben wir. Aber du darfst dich trotzdem gerne melden. So, jetzt kommt der erste Platz. Alles steht hier. Alles. Du kriegst alles. Alles. Also Papierset mit dem Stickerbogen, Postkartenset und das Booklet, das volle Programm. Und das ist auch super, denn auch das ist eine alte Bekannte. Gewonnen hat Marion Stark. Wird ja mal Zeit, Marion, dass du auch mal den ersten Platz hier landest, oder? OMG, sind die süß. Ich habe dieses Buch auch noch, aber diese Mäuse sind ein Traum. Zu eurer Frage, ich liebe es, mit Aquarellstiften zu malen. Alle habe ich Bilder in dieser Form noch nicht ausgemalt. Allerdings wahrscheinlich. Ja, das ist ein okay, deshalb bin ich schon sehr neugierig darauf und würde mich gleichzeitig über eine Anleitung freuen. Nun also nochmals meinen Glückwunsch zu diesem tollen Set und ich drücke mir die Daumen. Liebe Grüße, Marion. Ja, hat geklappt, Marion. Ja, und natürlich, euer Wunsch ist mir Befehl. Die erste Anleitung dazu hat es ja schon gegeben. Da wird noch mehr kommen. Es gibt so viele Varianten, wie man dieses Booklet verwurschten kann. Ich habe jetzt, glaube ich, noch... Wir machen das sehr gerne, ne? Ich habe noch nicht genug verlost. Hast du noch nicht? Nee, ich habe noch nicht genug verlost. Okay. Denn Mäuse sind ja schon lange ein Thema bei Funkelkram. Und es gibt ja diese zuckersüßen Tröstemäuse. Moment mal, die Maus ist nicht ordentlich angezogen. Also hören Sie mal zu, junge Frau. Ja, so, ja, so geht das nicht. Was ist das hier für eine Schlamperei? Die will nicht. Das ist eine störrische Maus. Jetzt, ich musste mal gerade kurz drehen. Der Anhänger, das sind diese zuckersüßen Tröstemäuse. Die sind auch als Anhänger an den Journalen, die ich mache. Und dazu gibt es eben dieses Booklet. Und das geht es wirklich eben, der Text da drin ist also auch sehr lieb, wenn man mal so jemand hat, dem es im Leben gerade nicht so gut geht. Und man weiß nicht so ganz genau, so, was mache ich denn jetzt? Hat man ja öfter mal. Aber so als kleine freundliche Geste passt die Tröstemaus. Die werde ich in meiner nächsten, beim nächsten Flipthrough noch mal genau zeigen. Aber weil die hier gerade so praktisch rumliegen und schon ein bisschen weiter verloren ja, möchte, könnten wir doch mal noch so, weiß ich nicht, zwei, drei? Ja, wie viel hauen wir denn noch raus? Drei. Hauen wir noch drei Tröstemäuse raus. Wer kriegt denn eine Tröstemaus? Guck mal. So, die Sandra. Okay. Hallo liebes Funkelteam, ihr habt so ein tolles Papier gestaltet. Die Mäuschen sind so süß und passen so toll zum Herbst. Ich bin noch nicht sehr lange beim Junk Journaling und suche immer neue Anregungen. Das Büchlein zum Ausmalen ist mal was ganz anderes. Besonderes und eine weitere Möglichkeit, sein Journal individuell zu gestalten. Vielen Dank fürs Vorstellen. Liebe Grüße, Sandra. Also Sandra, dann wenn du noch nicht lange dabei bist, so eine Maus kann man für alles Mögliche benutzen, aber ganz besonders für ein schönes Bimselbamsel hinten am Journal. Und du meldest dich bitte auch bei info@funkelkram.de, damit wir wissen, wohin wir die Maus schicken dürfen. Und wer kriegt noch eine? So, die zweite Maus gewinnt Niki Bastelt. Hallo ihr beiden. Hallo ihr zwei Lieben, das Papierset finde ich einfach nur süß. Ich finde es richtig toll. Habt ihr beide wieder richtig klasse gemacht. Und die Idee von Jutta, das mit dem Jahresjournal, ist echt toll. Die Idee mit dem Ausmalbildern in dem Kreativbooklet finde ich toll, ist mal was ganz anderes. Ob ich es allerdings gut ausmalen kann, weiß ich noch nicht. Aber ein Versuch ist es wert. Ganz liebe Grüße. Du kannst, habe ich ja gezeigt in meinem Tutorial, kann absolut jeder, liebe Niki. Und auch du meldest dich bitte unter der Adresse hier unten drunter, ne? Damit du dann schon mal dein Tröstemäuschen bekommst. 13. So, die dritte Tröstemaus gewinnt Susanne Schodenlau. Herzlichen Glückwunsch, Susanne.
Hallo Jutta und Roland, das ist ein tolles Papierset. Ein Malbuch ist eine interessante Idee. Ich glaube, man sollte einfach drauf losmalen und nicht viel nachdenken. Dann klappt sowas auch. Ich würde mir zu verschiedenen Themen gerne ein Malbuch wünschen. Dann hat man eine noch persönlichere Note. Liebe Grüße, Susanne. Vielen Dank, liebe Susanne. Du hast vollkommen recht. Frei nach dem Motto, mach doch einfach mal. Du bekommst auch eine Tröstemaus geschickt. Dich unter info@funkelkram.de. Ja, nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Gewinner. Und vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Eure wunderbaren Kommentare, das hat wirklich Spaß gemacht. Und für mich ist es auch mal sehr inspirierend. Habt ihr ja dann auch gesehen, es kam sofort das Tutorial, nachdem ihr alle gesagt habt, was ihr braucht. Wie gesagt, euer Wunsch ist mir Befehl. Und alle, die jetzt nichts gewonnen haben, die müssen nicht traurig sein. Denn die nächste Verlosung findet ja schon am Sonntag statt. Stimmt. Dann zeige ich euch, was es Schönes zu gewinnen gibt. Denn wir müssen ja unsere 7000 Abonnenten feiern. Also vielen, vielen Dank an euch alle, die ihr mitgemacht habt. Am Sonntag kommt die nächste Chance. Macht einfach mit, das wird schon. Und jetzt ran an die Basteltische. Bastelt euch glücklich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.